Kapitel 8 Spanien, die katholische Kirche und der Bürgerkrieg. Erste Gegensätze zwischen Kirche und Staat, das 19. Jahrhundert, der Liberalismus und die katholische Kirche. Eine Kirchenflucht setzt ein. Die katholischen Gewerkschaften. Die erste Diktatur nach dem Krieg 1923. Der Sturz der Monarchie. Die Trennung von Kirche und Staat. Die katholische Kirche schürt den Krieg gegen die Republik. Die Strategie des Vatikans. Der erste Schritt, Schaffung einer katholischen politischen Bewegung. Gil Robles und der politische Katholizismus in Spanien. Die Taktik des trojanischen Pferdes. Die Fortschritte des politischen Katholizismus und seine Vorbereitung zur Machtergreifung auf legalem und halblegalem Weg. Der Sieg der Volksfront macht die Pläne des politischen Katholizismus in Spanien zunichte. Der Faschismus auf dem Marsch, die Phalange. Der Ausbruch des Bürgerkrieges 1936. Der spanische Bürgerkrieg verwandelt sich in einen internationalen diplomatisch-politisch-ideologischen Konflikt. Die Intervention des faschistischen Italiens und Nazi-Deutschlands. Die Kampagne des Vatikans gegen die Republik. Der Papst organisiert einen weltweiten Kreuzzug gegen den Bolschewismus, die Entsendung katholischer Freiwilliger als Hilfstruppen für Franco, die Vernichtung der Republik, ein neues katholisch-totalitäres Spanien entsteht, das katholische Spanien und der Zweite Weltkrieg, Franco unterstützt Nazi-Deutschland, die anderen sind gegen Gott, aber wir sind seine Soldaten. Nirgends hat die katholische Kirche jahrhundertelang alle Sphären des Lebens einer Nation so unter ihrer Kontrolle gehabt wie in Spanien. Ob dies auf das spanische Temperament zurückzuführen ist, das durch seine Anlage zum Extremismus besonders anfällig für die Dogmen des Katholizismus sein soll, oder ob andere Faktoren daran schuld sind, Tatsache ist und bleibt, dass die katholische Kirche in Spanien vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart eine gewaltige Macht ausübt. Sie prägt das kulturelle, soziale, wirtschaftliche und politische Antlitz des Landes. Trotz des Würgegriffs der Kirche kam es immer wieder zu turbulenten Auseinandersetzungen zwischen ihr und dem Volk. Auch die Tatsache, dass Kaiser Theodosius und Papst Damasus, die bereits im Jahre 380 als erste das System der Partnerschaft zwischen Kirche und Staat einführten, Spanier waren, machte dem spanischen Volk die römische Macht nicht schmackhafter. Bereits Crosius bewies in seinem im Jahre 418 geschriebenen Geschichtswerk ein gewisses, in Anführungszeichen, nationales spanisches Selbstbewusstsein und teilte durchaus nicht die Bewunderung St. Augustins für Rom. Dieses Gefühl blieb auch in den folgenden Jahrhunderten wach. So bemühte sich im 11. Jahrhundert der Bischof von Compostela um die Emanzipation der spanischen Kirche. Er wurde exkommuniziert. Später revoltierten die Königreiche von Leon und Kastilien gegen die Romanisierung Spaniens, die vor allem von Gregor VII. Und den Mönchen von Cluny betrieben wurde. Noch im 16. Jahrhundert wandten sich selbst spanische Könige Karl I. Und Philipp II. Gegen die römischen Päpste und trieben die spanische Hierarchie bis an den Rand des Schismas. Auch die rationalistischen Ideen des 18. Jahrhunderts gefährdeten die Macht des Papstes in Spanien. Prominente spanische Staatsmänner wie Aranda und Cabarrús waren Bewunderer Voltaires, d'Alemberts und Rousseaus. Sie wurden offiziell zu Feinden des Katholizismus erklärt. Andererseits waren viele bedeutende Spanier wie Buriel, Massadieu, Campomanes und Florida Blanca sowohl gute Katholiken als auch erklärte Gegner der politischen Mächte Roms. Sie verwiesen zwar die Jesuiten des Landes, respektierten aber trotzdem die Kirche. Als sich während der napoleonischen Invasion die liberalen Patrioten in Cadiz versammelten,
beschränkten sie die Pressefreiheit der Kirche, legten aber gleichzeitig in ihrer Verfassung fest, dass die römisch-katholische Religion die Religion der Nation sei. Im Jahre 1851 hatten Rom und seine Anhänger in Spanien, Todfeinde selbst der geringsten liberalen Tendenz, ihre große Zeit. In diesem Jahr wurde ein neues Konkordat abgeschlossen, in dem der spanische Staat der Kirche zugestand, dass die römisch-katholische Religion die einzige Religion sei. Denn Anhänger anderer Glaubensbekenntnisse wurde jede religiöse Betätigung streng untersagt. Die Kirche erhielt das Recht, durch ihre Bischöfe selbst private Schulen und Universitäten zu überwachen. Die Bischöfe hatten dafür zu sorgen, dass die Erziehung völlig im Geiste des Katholizismus erfolgte. Der Staat sicherte in dem neuen Konkordat den Bischöfen jede Hilfe bei der Unterdrückung aller Bestrebungen zu, die darauf zielten, die Gläubigen der Kirche abspenstig zu machen. Alles, was in Spanien geschah, hing von den Launen der Kirche ab. Trotzdem kam es im Jahre 1869 zu einer Verfassung, die wegen ihres demokratischen Charakters den Zorn der katholischen Kirche erregte. In ihr hieß es zwar, dass der Staat alle Kosten der Kirche einschließlich des Unterhalts der Geistlichkeit tragen würde, aber zugleich gewährte sie religiöse Freiheit, Lehrfreiheit und Pressefreiheit. Als der darauffolgende Bürgerkrieg, in dem die katholische Kirche eine führende Rolle spielte, 1875 mit einem Sieg der gemäßigten konservativen Elemente endete, versuchte die Kirche abermals das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Sie wollte die Flammen des Liberalismus und der religiösen und politischen Freiheit endgültig austreten und setzte daher alles daran, dem widerstrebenden spanischen Volk vom Neuem das Konkordat von 1851 aufzuzwingen. Die Kirche erhielt viel, aber nicht alles, was sie verlangte. Die Verfassung von 1876 erkannte die katholische Religion als Staatsreligion an. Sie verpflichtete den Staat ebenso wie die Verfassung von 1869, die Kosten der Kirche einschließlich des Unterhalts der Geistlichen zu übernehmen und ließ keine anderen Manifestationen zu, außer denen der katholischen Kirche. Aber der Führer der Konservativen, Cánovas, brachte allen päpstlichen Protesten und katholischen Drohungen zum Trotz Bestimmungen durch, nach denen niemand wegen seines Glaubens oder wegen der Art seines Gottesdienstes verfolgt werden durfte. Selbst diese bescheidene Toleranz wurde von der Kirche in den letzten Jahrzehnten des vergangenen und den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts erbittert bekämpft. Die Kirche forderte hartnäckig eine Beschränkung der religiösen und politischen Freiheiten nach der anderen und zwang dem spanischen Volk Schritt für Schritt ihre Herrschaft auf. Ihren gefährlichsten Gegner sah die katholische Kirche in den Liberalen. Sie waren trotz der starken Opposition der Kirche und der Konservativen unablässig bemüht, Spanien aus der religiösen Zwangsjacke des Katholizismus zu befreien. Die Liberalen kämpften im Einklang mit der Verfassung gegen das angemaßte Recht der Bischöfe, private Schulen zu überwachen und die Studenten der staatlichen Lehranstalten zum Besuch religiöser Instruktionsstunden zu zwingen. Sie verlangten die Abschaffung der religiösen Pflichtvorlesungen an den Universitäten und setzten sich für die Pressefreiheit und andere liberale und demokratische Freiheiten ein. Der unablässige Kampf der katholischen Kirche gegen den Liberalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war in Spanien im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern erfolgreich. Hier blieben die Menschen von der Gnade der katholischen Kirche abhängig. Die Gesetze bürgerlich-rechtlicher, sozialer und selbst wirtschaftlicher und politischer Art gaben lediglich den Rahmen ab für die ethischen und sozialen Grundsätze, die von der Kirche gelehrt oder begünstigt wurden. Die katholische Kirche herrschte überall, in der Schule, in der Presse, in der Justiz, in der Regierung, in der Armee. Dieses System stützte sich auf eine engstirnige und militante Hierarchie,
auf weltliche religiöse Orden, die auf Großgrundbesitzer und auf die Monarchie. Seine Vertreter waren überall dort zu finden, wo regiert und geherrscht wurde. Es vergiftete die gesamte Nation mit seinem reaktionären Geist und machte allen Anstrengungen darin zunichte, vor allem der Liberalen, die dem frischen Wind der neuen Zeit Fenster und Türen öffnen wollten. Die katholische Kirche trat gegen die demokratischen Prinzipien auf, indem sie versicherte, die Massen hätten keinerlei Macht zu beanspruchen, da diese allein von Gott komme. Deshalb sei es auch falsch, eine Selbstregierung zu fordern. Die Kirche erstickte damit bereits im Keim jede Tendenz zum Selbstregierung und zur kollektiven Verantwortung, beschränkte die Freiheit der Presse und kämpfte gegen alle modernen Forderungen, wie die nach sozialer Befreiung der niederen Klassen und der Frauen, nach religiöser Toleranz, nach Zulassung der Scheidung und so weiter. Der Hass der katholischen Kirche in Spanien gegen alle progressiven Ideen war so groß, dass er selbst vor den Schulbüchern der Unterstufe nicht Halt machte. Die katholische Kirche kontrollierte mit Hilfe der katholischen Gemeindeverwaltung fast alle staatlichen Schulen. Sie impfte den Kindern vom ersten Schuljahr an ein, dass jeder, der sich mit Liberalen einließe, in die Hölle käme. Diese Geistesverfassung herrschte selbst noch in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts, wie ein kirchlicher Katechismus enthüllt, der 1927 in allen Schulen verteilt wurde. Er fordert, dass sich der Staat der Kirche unterordnet, wie der Körper der Seele, wie das Weltliche dem Ewigen. Er zählt die Irrtümer des Liberalismus auf, Freiheit des Gewissens, der Erziehung, der Versammlung, der Rede, der Presse und erklärt kategorisch, der Glaube an solche Dinge sei Häresie. In ihm heißt es unter anderem, Zitat, was lehrt der Liberalismus? Dass der Staat von der Kirche unabhängig sei. Unter welchen Sünden fällt der Liberalismus? Er fällt unter die schlimmsten Sünden gegen den Glauben. Warum? Weil er gleich aus mehreren Häresien besteht, die von der Kirche verdammt werden. Ist es für einen Katholiken sündhaft, eine liberale Zeitung zu lesen? Er darf die Börsenkurse lesen. Welche Sünde begeht jeder, der einen liberalen Kandidaten seine Stimme gibt? Im Allgemeinen eine Todessünde. Zitat Ende. Diese groteske Engstirnigkeit und Unversöhnlichkeit der katholischen Kirche beherrschte alle Sphären der spanischen Gesellschaft, von der niedrigsten bis zur höchsten, einschließlich des Königs. 1910 stellte der Lehrer und Beichtvater des jungen Königs, Ehrwürden Montana, in El Siglo Futuro fest, der Liberalismus sei eine Sünde und jeder Spanier, der mit Protestanten an einem Tisch säße, würde exkommuniziert. Nach H.B. Clarke. Man kann sich leicht vorstellen, wie das Erziehungswesen in Spanien aussah, wenn jahrzehntelang eine solche Politik betrieben wurde. 1870 waren noch mehr als 60% der Bevölkerung Analphabeten. 1900 betrug das Budget für die Erziehungszwecke einschließlich der Mittel für die Mönchsschulen nicht mal 17 Millionen Peseten. Auch 1930 war es trotz der Erhöhung auf 166 Millionen Peseten nach wie vor unzureichend. Allein in Madrid genossen 80.000 Kinder keinen Schulunterricht. Und die Kinder, die das Glück hatten, zur Schule gehen zu können, sie wurden in der Regel von Gemeindepfarrer geleitet, lernten dort so wenig, dass, Zitat, die Eltern sich gewöhnlich beschwerten, ihre Kinder verbrächten in den staatlichen Schulen die Hälfte der Zeit damit, Rosenkränze zu beten und die Geschichte der Heiligen herunterzusagen und lernten nicht mal richtig lesen. Zitat Ende. Nach The Spanish Labyrinth, Brennan, Seite 51. Die Kirche übte nicht nur eine Diktatur über den Geist des Landes aus, sondern kontrollierte auch einen großen Teil seiner Reichtümer. Sie verlor im Lauf der letzten 60 Jahre Millionen Gläubige,
nahm aber von 1874 bis zum Sturz der Monarchie 1931 ständig an Macht und Reichtum zu. Nach dem Tod des Königs Alfons VII. Machte die königliche Regentin als Gegenleistung für die Protektion des Papstes große Schenkungen an die katholischen Kirche und an katholische Schulen und Seminare. Diese Seminare wurden Sammelpunkte der französischen Geistlichen, die Frankreich infolge der Säkularisationsgesetze verlassen hatten. Der Vatikan, die spanische Hierarchie, die Königin und der französische Klerus arbeiteten Hand in Hand, um den, in Anführungsstrichen, liberalen Atheismus auszurotten. Eine Welle des Klerikalismus überschwemmte Spanien, in dem sich mehr Konvente, Seminare und religiöse Stiftungen befanden als je zuvor. Die Führer dieser Bewegung waren die Jesuiten. Sie benutzten seit Jahrhunderten ihren Reichtum, politische Macht zu kaufen und vice versa ihre Macht, um neue Reichtümer anzuhäufen. Ihre finanzielle Macht war so groß, dass sie bereits 1912, Zitat, ein Drittel des spanischen Kapitals kontrollierten, Zitat Ende, La Revue, J. Aguilera, Sekretär des Formento 1912. Ihnen gehörten Eisenbahnen, Bergwerke, Fabriken, Banken, Reedereien und Orangenplantagen. Ihr Kapitalbesitz belief sich auf etwa 60 Millionen Pfund Sterling. Diese Kapitalkonzentration in den Händen der Jesuiten hatte sehr nachteilige Folgen für die spanische Nation. Die mittleren und niederen Klassen mussten unter erschütternden Bedingungen ihr Leben fristen. Die katholische Kirche war, um dieses Kapital zu mehren und zu schützen, darauf angewiesen, den gesellschaftlichen Status quo zu erhalten und auf das Engste mit den Reichen zusammenzuarbeiten, die ihr oft als Gegenleistung für die Hilfe, die sie ihnen gewährte, große Erbteile vermachten. Man erkennt daraus leicht, dass das Schicksal der Kirche untrennbar mit dem reaktionärsten Element verbunden war, dass beide gemeinsam einen Wall gegen jede kulturelle, wirtschaftliche, soziale oder politische Erneuerung bildeten. So wurde Spanien von einer Kaste regiert, die sich bemühte, eine in anderen europäischen Ländern längst versunkene Vergangenheit am Leben zu erhalten. Diese reaktionäre Politik der katholischen Kirche führte dazu, dass sie immer mehr Anhänger verlor. 1910 hatten bereits zwei Drittel der Bevölkerung der Kirche de facto den Rücken gekehrt. Zivile Eheschließungen und Beisetzungen fanden immer größere Verbreitung. Als die Monarchie 1931 gestürzt wurde, erreichte die kirchenfeindliche Einstellung einen für die katholische Kirche gefährlichen Höhepunkt. Nach Angaben von Ehrwürden Pairo besuchten in dieser Zeit in Zentralspanien nur 5% der ländlichen Bevölkerung den Gottesdienst. In Andalusien war es nur 1%. In vielen Dörfern las der Priester die Messe vor leerer Kirche. In einer Madrider Gemeinde kamen von 80.000 Einwohnern nur 3,5% zur Messe. 25% aller Kinder wurden nicht getauft. Mehr als 40% der Sterbenden lehnten die letzte Ölung ab. Die Ursachen für diese Haltung der Bevölkerung lagen zum Teil im Obskurantismus der katholischen Kirche, in ihrem Reichtum und in der militanten Einstellung ihrer Hierarchie. Die katholische Kirche hatte sich bemüht, die Arbeiter zu organisieren, um sie besser in der Hand zu haben. Bereits 1861 hatte ein Jesuit, Ehrwürden Vicente, in Valencia die Centros Católicos de Obreros, eine katholische Gewerkschaft, gegründet. Sie ging jedoch 1874 wieder ein, weil die spanische Hierarchie gegen katholische Gewerkschaften war. Erst ein Befehl Leos XIII. Veranlasste die spanische Geistlichkeit, diese Angelegenheit wieder in die Hand zu nehmen. Die daraufhin gegründeten Clubs und Gesellschaften wurden zumeist von Unternehmern geleitet. Da diese sich aber keinerlei Vorteile davon versprachen,
waren die Organisationen im Süden und Osten des Landes bereits um 1905 wieder von der Bildfläche verschwunden. Im Norden, wo sie erfolgreicher gewesen waren, hatten sich zwei Gruppen herausgebildet. Die eine nannte sich Consejo Nacional de las Corporaciones Católicas Obreras. Sie unterstand dem Erzbischof von Toledo und war dadurch automatisch unter die Kontrolle der Unternehmer geraten. Die Hierarchie predigte den Arbeitern Ruhe und Ordnung und untersagte Streiks auf das Strengste. Von einer Vertretung der Arbeiterinteressen konnte also keine Rede sein. Die andere Gruppe nannte sich Federación Nacional de Sindicatos Católicos Libres. Sie war 1912 gegründet worden und arbeitete mit mehr Erfolg als die andere Gruppe. Den stärksten Einfluss hatte sie in den baskischen Provinzen. Diese katholischen Arbeiterorganisationen waren selbstverständlich nichts anderes als Fallen, in denen die unruhig gewordenen Arbeiter gezähmt werden sollten. Sie sollten davon abgehalten werden, sich denen anzuschließen, die der katholischen Kirche bereits den Rücken gekehrt hatten. Am kirchenfeindlichsten waren die arbeitenden Schichten der Städte. Unter ihnen breitete sich der Anarchosyndikalismus wie ein vom Wind getriebenes Feuer aus. Für sie war die Kirche identisch mit den großen Grundherren und den Unternehmern. Und welche Einstellung die Kirche zu den Arbeitern hatte, offenbarte sich am klarsten in den Worten von Bravio Murillos, der gesagt haben soll, Zitat, Sie wollen von mir die Genehmigung für eine Schule für 600 Arbeiter? Nicht, solange ich lebe. Wir brauchen keine Menschen, die denken, sondern Ochsen, die arbeiten können. Zitat Ende. Kein Wunder, dass unter solchen Umständen das spanische Volk einen Hang zu wirtschaftlichen und sozialen Extremismen zeigte und die arbeitenden Schichten sich statt Veränderung im Sinne des Sozialismus anzustreben, dem Anarchismus und Syndikalismus zuwandten. Die Kirche und die herrschenden Klassen gingen vereint mit den rücksichtslosesten Unterdrückungsmethoden gegen diese Aktivität der Volksmassen vor. Aus Angst um die Erhaltung des Status quo verfolgten sie ein halbes Jahrhundert lang nicht nur die Extremisten, sondern auch die gemäßigten Elemente und jeden, der verdächtig war, eine, wenn auch nur so geringe Änderung des bestehenden Zustands anzustreben oder revolutionäre Sympathien zu hegen. In der Zeit von 1890 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges verwandelte sich Spanien in ein riesiges Gefängnis. Tausende wurden eingekerkert, Hunderte erschossen. Gegen politische Gefangene wurden Foltermethoden angewandt, wie sie nur im Mittelalter gegen Heretiker gebräuchlich gewesen waren. Trotzdem begann auch die spanische Bevölkerung infolge der Erschütterungen und Unruhen, die der Erste Weltkrieg mit sich brachte und angeregt durch die Ideen fortschrittlicher spanischer Schriftsteller wie GLaDOS und Ibáñez, sich bedrohlich zu regen. Die katholische Kirche, die weiter Massen ihrer Anhänger verlor, der König, der peinliche Skandale fürchtete, die Armee und die Großgrundbesitzer, alle verschworen sich gegen das Volk und errichteten 1923 eine Diktatur mit dem monarchistischen General Primo de Rivera an der Spitze. Ein Jahr zuvor hatte Mussolini in Italien die Macht ergriffen. Die wenigen Freiheiten, deren sich das spanische Volk erfreute, verschwanden. Das wirtschaftliche und soziale Elend wuchs an. Hinter dem Schein der, in Anführungsstrichen, Ordnung, die der Diktator mit Hilfe der Polizei und der katholischen Kirche aufrecht erhielt, verschlechterten sich die Lebensverhältnisse des spanischen Volkes mehr denn je. Am Status quo wurde nicht gerüttelt. Im Gegenteil, eine Rückwärtsbewegung wurde eingeleitet. Die Mittel für das Erziehungswesen wurden von 37 Millionen auf 33 Millionen Peseten gesenkt. Dagegen
für die Geistlichkeit von 62 Millionen auf 68 Millionen Peseten erhöht, damit sich der Reichtum der katholischen Kirche mehre. Eine Zeit lang unterstützten auch viele gemäßigte Kreise, die das alte Regime satt hatten, die Diktatur Primo de Riveras. Sie hofften, dass die Diktatur zu einer konstituierenden Nationalversammlung, den Cortes, führen würde, aber sie wurden bitter enttäuscht. Immer mehr wurde offenbar, dass sich die Weisheit des Diktators in Spitzeltum, Repressalien und Zensurmaßnahmen erschöpfte, so dass sich sogar die Armee allmählich von ihm abwandte. Das totalitäre Regime Riveras machte sich unter den meisten seiner früheren Anhänger, mit Ausnahme der katholischen Kirche und der wütendsten Konservativen, so verhasst, dass es im Januar 1930 gestürzt wurde. Alle bis dahin unterdrückten Kräfte des spanischen Volkes kamen nun zum Tage. Sie forderten hartnäckig die Beseitigung der katholischen Monarchie und die Trennung von Kirche und Staat. Eine Koalition der Republikaner und Sozialisten eroberte 1931 bei den Gemeindewahlen in vielen Städten ein Übergewicht von 3:1. Als die offiziellen Ergebnisse bekannt wurden, flüchtete der König nach Frankreich. 2 Monate später fanden die allgemeinen Wahlen statt, bei denen die katholischen und konservativen Parteien zusammen nur 121 Sitze erlangen. Wie Azanas in den Cortes erklärte, hörte Spanien damit auf, Zitat, ein katholisches Land zu sein, Zitat Ende. Die Monarchie wurde abgeschafft. Spanien wurde zur Republik erklärt. In den folgenden 3 Jahren öffnete Spanien seine Tore weit all den Reformen, die von der katholischen Kirche, der Monarchie und ihren Alliierten so hartnäckig hintertrieben worden waren. Die Cortes erließen Gesetze, die der Kirche den staatlichen Charakter nehmen und ein Teil ihrer ungeheuren Reichtümer verstaatlichen. Die Jesuiten, die die treibenden Kräfte hinter den Kulissen der katholischen Diktatur Primo de Riveras gewesen waren, wurden des Landes verwiesen. Den Mönchen und Nonnen wurde der Handel sowie jegliche Betätigung auf dem Gebiet der Erziehung, auf dem die katholische Kirche bislang das Monopol hatte, untersagt. Die Eheschließung wurde säkularisiert und die Scheidung erlaubt. Redefreiheit, Pressefreiheit und religiöse Toleranz wurden verkündet. Der spanische Klerus und der Vatikan kämpften mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln gegen das spanische Volk. Die Kirche appellierte an das religiöse Gewissen der Bevölkerung, nicht zuzulassen, dass die, in Anführungsstrichen, roten Antichristen Spanien regierten und, Zitat, Schluss zu machen mit den Feinden des Königreichs Jesu Christi. Zitat Ende, Kardinal Segura. Ein Hirtenbrief der spanischen Bischöfe und eine päpstliche Enzyklika vom 3. Juni 1933 wandten sich mit dem gleichen Anliegen an die spanischen Gläubigen und riefen sie zum, Zitat, Heiligen Kreuzzug für die völlige Wiederherstellung der kirchlichen Rechte, Zitat Ende, auf. Kardinäle und Bischöfe hetzten mündlich und schriftlich die Bevölkerung auf, offen gegen die Regierung zu revoltieren. Im Gegensatz zu den katholischen Regimen der Vergangenheit war die neue Regierung entsprechend ihrer freiheitlichen Prinzipien kein Freund von Repressalien. Die antiklerikalen Parteien enthielten sich daher nach dem Wahlsieg auch jeglicher Gewaltmaßnahmen. Erst 4 Wochen später, nach dem fanatischen Bannflüchen der katholischen Kirche und der Hetze des Kardinals Segura, steckten empörte Arbeiter einzelner Kirchen und Klöster in Brand. Diese Gewalttätigkeiten zogen andere nach sich. Die antiklerikalen Parteien, die eine so bemerkenswerte Toleranz an den Tag gelegt hatten, waren angesichts der fortgesetzten Provokationen und Drohungen der katholischen Kirche und ihrer Anhänger gezwungen, Gewalt zu gebrauchen. Zu den Anhängern der Kirche gehörten die reaktionärsten Kräfte des früheren Regimes und die zurückgebliebensten Teile der Landbevölkerung.
die dank der katholischen Kirche selbst im dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts noch zu 80% Analphabeten waren. Die Republikaner hatten das Erbe eines bankrotten Spaniens angetreten und standen daher vor großen Schwierigkeiten. Sie waren sich in allen antimonarchistischen und antiklerikalen Fragen einig. Aber in den wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Problemen gingen ihre Meinungen auseinander. Damit schwächten sie sich selbst. Bei den Wahlen im Jahre 1933 erhielten die Mittel- und Linksparteien zwar 266 Sitze, aber die Rechten errangten 207 Sitze und erweckten damit den Anschein, als hätten sie in der kurzen Zeit der republikanischen Herrschaft größere Unterstützung gefunden als zuvor. Dieses Wahlergebnis hatte jedoch andere Ursachen. Einmal waren die Bauern infolge der bisher unerfüllten Landversprechung der Regierung ungeduldig geworden und hatten eigene Organisationen gebildet, die Anschluss nach rechts suchten. Zum anderen hatten sich die Anarchisten geweigert, an den Wahlen teilzunehmen. Und schließlich hatte ein Teil der Frauen, denen die Republik entsprechend ihren demokratischen Grundsätzen das Wahlrecht gewährt hatte, mit Ausnahme der Arbeiterfrauen unter dem Einfluss der Geistlichen für die Kirche gestimmt. Eine weitere Ursache für den Rückgang des Stimmenanteils war die neue Taktik, die die katholische Kirche unter den veränderten Umständen angewandt hatte. Sie versuchte mit Hilfe einer politischen Partei ihre Feinde auf deren eigenen Boden zu schlagen. Zu dieser Taktik griff sie gleich nach der Ausrufung der Republik. Ihre Initiatoren waren wieder einmal die Jesuiten. Eine Partei nach dem Vorbild der deutschen Zentrumspartei sollte nicht nur die Gutsherren und die Offiziere, sondern vor allem die Massen des Volkes hinter sich bringen. Sie wurde 1931 unter dem Namen Aktion Popular gegründet und war nichts anderes als ein politischer Ableger der katholischen Aktion. Siehe Kapitel 5. Der Aktion Katholika. Die politische Taktik dieser Partei bestand darin, die Republik zu tolerieren, die antikatholischen Gesetze zu bekämpfen und Einfluss auf die antikatholische Regierung zu gewinnen, um sie zu stürzen. Die Partei sollte das gegnerische Lager aufsplittern und dann selbst die Macht ergreifen. Es war die Taktik des trojanischen Pferdes. Als der Vatikan erkannte, dass er mit den alten Methoden nicht weiterkam, wies er die spanische Hierarchie an, sich der neuen Taktik zu fügen und eine nachgiebige Haltung einzunehmen. Dirigent der neuen Bewegung war Angel Herrera, der Direktor einer von den Jesuiten kontrollierten Zeitung. Er lancierte den neuen Führer der Katholiken, Gil Robles, einen Schüler der Salesianer. Gil Robles besuchte Hitler, Dollfuss und andere, wurde ein enthusiastischer Bewunderer der Nazis und schwärmte, ähnlich wie Dollfuss in Österreich, von der Schaffung eines Ständestaates. Eine lärmende Propagandakampagne nach deutschem Muster setzte ein, unterstützt vom Klerus und von den katholischen Zeitungen. Sie war so erfolgreich, dass Gil Robles ein Abkommen mit den Radikalen über eine Zusammenarbeit vor allem in wirtschaftlichen Fragen schließen konnte. Der Führer der Liberalen, Leroux, nahm gegen Widerstände innerhalb der Regierung Katholiken in sein Kabinett auf. Die Arbeiter, die eine radikale Veränderung der wirtschaftlichen und sozialen Zustände erwarteten, kamen immer mehr zu der Erkenntnis, dass die Zusammenarbeit der Liberalen mit den Katholiken und das Zaudern der Sozialisten ihre Hoffnungen zunichte machten. Sie organisierten als Protest gegen die Hereinnahme von Katholiken in die Regierung einen Generalstreik, der an vielen Stellen des Landes in einem bewaffneten Aufstand umschlug. Herbst 1934. Die Regierung Leroux ging mit so rücksichtsloser Grausamkeit gegen die Arbeiter vor, dass sie nach Bekanntwerden der Untaten unter dem Druck der empörten öffentlichen Meinung zurücktreten musste.
Dieses Zwischenspiel offenbarte zwei bemerkenswerte Tatsachen: die fanatische Grausamkeit der Polizei und die Rolle der marokkanischen Truppen. Die Polizei bestand vor allem aus Katholiken, die darauf gedrillt waren, Zitat, die gottlosen Feinde der Kirche auszurotten, Zitat Ende. Die Marokkaner wurden von General Francisco Franco aus Afrika nach Spanien gebracht. Franco führte kurz vor dem erwarteten Generalstreik lange Besprechungen im Kriegsministerium. Gil Robles, der inzwischen als einer der katholischen Minister in das Kabinett eingetreten war, wollte von Franco wissen, ob es möglich sei, die marokkanischen Truppen gegen die Arbeiter einzusetzen. Der Einfluss der katholischen Partei hatte sich inzwischen durch die Uneinigkeit im gegnerischen Lager und infolge des Abkommens mit dem Liberalen weiter verstärkt. Ihre Anhänger begannen bereits die heuchlerische Maske angeblicher Loyalität zur Republik abzuwerfen und fühlten sich stark genug, ihre Reihen nach dem Muster des Faschisten und der Nazis zu organisieren und ihre politischen Gegner zu bedrohen und zu überfallen. Gil Robles verfügte bereits über detaillierte Pläne für das erneute Verbot der Ehescheidung, die Wiedereinführung des obligatorischen Religionsunterrichts, den Aufbau eines spanischen Ständestaates und so weiter. Aber seine Anhänger waren sich nicht sicher, ob sie die Macht so leicht und so bald erringen würden, wie sie hofften. Sie bereiteten sich daher gleichzeitig auf bewaffnete Auseinandersetzungen vor und koppelten die politischen Maßnahmen mit militärischen. Gil Robles forderte und erhielt die Leitung des Kriegsministeriums. Nachdem er sich dort mit General Franco als rechte Hand eingenistet hatte, begann er, die Armee zu reorganisieren und von allen Offizieren zu säubern, die nach links tendierten. Er übernahm den Oberbefehl über die Bürgergarde und baute oberhalb von Madrid in der Sierra Guadarrama befestigte Stellungen. Die Kräfte der katholischen Reaktion trafen also unter den Augen der Republik ganz offen alle Vorbereitungen zu einer Revolte für den Fall, dass es ihnen nicht gelingen sollte, die Macht auf legalem Wege zu erobern. Im ganzen Land kam es zu blutigen Ausschreitungen. Die Anzahl der politischen Morde nahm erschreckend zu. Die zugespitzte Situation zwang die Linken, sich zu vereinen. Im Januar 1936 bildeten die Radikalsozialisten, Sozialisten, Syndikalisten und Kommunisten die Volksfront. Die Wut der katholischen Kreise, einschließlich der Kirche, kannte keine Grenzen. Die spanische Hierarchie, die mit Gil Robles Hand in Hand arbeitete, ging einen Schritt weiter. Am 24. Januar 1936, 3 Wochen vor den Parlamentswahlen, richtete Kardinal Gomael Thomas einen Hirtenbrief an alle Gläubigen, in dem er sich im Namen der katholischen Kirche öffentlich hinter die Aktion Popular stellte, Bahnflüche gegen die Volksfront schleuderte und die Gläubigen beschwor, gegen die in Anführungsstrichen Roten zu stimmen. Präsident Alcalá Zamora hatte erkannt, dass es unmöglich geworden war, in den Cortes eine arbeitsfähige Mehrheit zu erhalten und daher die Auflösung des Parlaments verfügt. Bei den Wahlen am 16. Februar 1936 errang die Volksfront eine überwältigende Mehrheit von 276 Sitzen gegenüber 132 Sitzen der Rechten und 62 Sitzen der Mitte. Der Sieg der Volksfront beflügelte die arbeitenden Klassen und rief bei den katholischen Kräften, die fest mit ihrem Sieg gerechnet hatten, eine Panik hervor. Sie fürchteten die Ausrufung einer sozialistischen Republik. Auf der anderen Seite rechneten die Linken mit einem Staatsstreich der Rechten, da deren Machtstreben eine so vernichtende Niederlage erlitten hatte. Diese Annahme war begründet, denn die katholische Seite hatte sich gerade auf diesen Fall vorbereitet, nachdem ihr erster und zweiter Schritt fehlgeschlagen war, musste der dritte versucht werden, die offene Rebellion.
Von nun an galten alle Überlegungen des Vatikans, der spanischen Hierarchie und der vorgesehenen Führer der Rebellen der Frage, wie der siegreiche Gegner am besten zu vernichten sei. Der Vatikan war entschlossen, Gewalt anzuwenden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Politik der Kirche, die Macht auf politischem Weg zu erringen, wie in anderen Ländern, so auch in Spanien, gescheitert war und dass sich ihr zweiter, schon etwas gröbere Versuch, durch einen halblegalen Stadtstreich die Macht zu ergreifen, ebenfalls als Fehlschlag erwiesen hatte. Der Weg der Gewalt war der einzige Weg, der dem Vatikan blieb, wenn er Spanien nicht verlieren wollte, weil er nur mit der Hilfe einer Minderheit rechnen konnte und die Mehrheit des Volkes gegen sich wusste. Die letzten Wahlen hatten gezeigt, dass nur ein knappes Drittel der Wahlberechtigten und das obendrein in der Mehrzahl Frauen die katholische Kirche unterstützte. Rechte, von Katholiken geführte Elemente organisierten nach der Februarniederlage offen eine ganze Serie von Terrorakten. Die Falange Española, 1932 von dem Sohn Primo de Riveras gegründet, schob sich in den Vordergrund, obwohl sie trotz ihrer Vereinigung mit der faschistischen Gruppe des Dr. Alvinana vor den Wahlen kaum eine Rolle gespielt hatte. Die Anhänger Gil Robles, von Hass gegen die Republik durchdrungen, strömten in die Falange. Die katholische Jugendorganisation unter ihrem Sekretär Serrano Suner, dem Schwager General Francos, trat in April geschlossen zu Falange über. Andere rechte Elemente organisierten sich in monarchischen Gruppen, deren Führer Calvo Sotelo öffentlich den militärischen Aufstand forderte. Die Phalangisten lauerten ihren Gegner auf, verprügelten sie und schlugen sie tot. Auch viele gemäßigte Katholiken fielen ihnen zum Opfer. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Banden zogen durch die Straßen Madrids und ermordeten Richter, Journalisten, Sozialisten und Kommunisten. Sie unterschieden sich in nichts von den faschistischen Schwarzhemden und von der SS der Nazis. Täglich kam es überall in Spanien zu Kämpfen zwischen Falangisten und Republikanern. Neben der Falange gab es eine Offiziersorganisation, die Union Militar Española, die schon im März 1933 in Voraussicht eines möglichen Militärputsches durch ihren Führer enge Verbindung mit der italienischen Regierung und mit Mussolini aufgenommen hatte. Ihre Vorbereitung zu einem Staatsstreich auf der Grundlage eines Bündnisses zwischen Armee und Kirche waren bereits im März 1934 abgeschlossen. Ein Besuch in Italien diente dazu, sich, Zitat, für den Fall eines Bürgerkriegs in Spanien nicht nur die Unterstützung der italienischen Regierung, sondern auch die der faschistischen Partei, Zitat Ende, zu sichern. Nach einer Rede, die Goi Cojera am 22. November 1937 in San Sebastian hielt und über die der Manchester Guardian am 24. Dezember 1937 berichtete. Die Koordinierung der Bürgerkriegspläne zwischen den Monarchisten und den Katholiken war so weit gediehen, dass die katholischen Führer Gil Robles und General Franco unmittelbar nach dem Sieg der Volksfront die Stirn hatten, dem republikanischen Premierminister die Beteiligung an einem Militärputsch vorzuschlagen, der noch vor dem Zusammentritt der neuen Crotes inszeniert werden sollte. Das geht aus einer Erklärung hervor, die der ehemalige Premierminister Portella Valladares auf einer Sitzung der Cortes 1937 in Valencia abgab. Im Frühjahr und zu Beginn des Sommers 1936 verstärkte sich die Spannung immer mehr. Eine Streikwelle jagte die andere, bewaffnete Zusammenstöße und politische Morde folgten einander in immer kürzeren Abständen. Im Juni war es den verantwortlichen Männern der Regierung klar, dass ein Militärputsch unmittelbar bevorstand.
Die Republikaner verlangten Waffen, aber die Regierung verweigerte sie ihnen. Am 13. Juni wurde offenbar als Vergeltung für die Ermordung eines Sozialisten durch die Falange Calvo Sotelo, der Führer der Monarchisten, getötet. Die weit verzweigten Organisationen der Katholiken und Monarchisten und ihre Verbündeten befanden sich in Alarmbereitschaft. Am 16. Juli war es soweit. In Spanisch-Marokko begann der Militärputsch. Ceuta und Melilla fielen in die Hände der Aufständischen. Gleichzeitig putschten die Offiziere fast alle spanischen Garnisonen. Die katholische Hierarchie schloss sich dem Aufstand sofort an und bat um den Segen des Allmächtigen für den neuen Kreuzzug. General Franco beeilte sich, dem Papst den Beginn des Aufstandes zu melden, bevor die Nachricht eine andere Hauptstadt erreicht hatte. Der spanische Bürgerkrieg hatte begonnen. Die katholischen Rebellen hofften, ganz Spanien innerhalb weniger Tage in die Hand zu bekommen. Sie hatten sich sorgfältig vorbereitet und verfügten außerdem nicht nur über den größeren Teil der Armee, sondern auch über die Bürgergarde, über die spanische Fremdenlegion, über eine Division marokkanischer Truppen, über monarchistische Aufgebote, die insgeheim ausgebildet worden waren, sowie über italienische und deutsche Panzer und Flugzeuge. Die Regierung hatte nur die republikanischen Schutzgarden und die schwache Luftwaffe auf ihrer Seite. Aber die Empörung und Begeisterung des spanischen Volkes vereitelte Francos Staatsstreich. Er war von Tag zu Tag mehr auf die Hilfe Mussolinis und Hitlers angewiesen, die seit langem über das Komplott unterrichtet waren und vom ersten Tag an Waffen und Soldaten nach Spanien entsandten. Der spanische Konflikt nahm internationalen Charakter an und offenbarte damit sein eigentliches Wesen. Es war eine vorweggenommene Auseinandersetzung, ein militärisches Manöver auf spanischem Boden, ein Vorspiel dessen, was die Welt wenige Jahre später an den Rand des Abgrunds brachte, ein Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen sozialen Systemen und politischen Lehren. Selbst die protestantischen Vereinigten Staaten von Amerika griffen in die innerspanischen Kämpfe ein und halfen Franco, nicht zuletzt dank den Bemühungen des amerikanischen katholischen Klerus, der seinen ganzen Einfluss aufbot, die faschistischen spanischen Rebellen in den Vereinigten Staaten populär zu machen. Diese beinahe schon direkte Unterstützung Francos war nicht nur auf die skrupellose Hetze der katholischen Kirche in ihrer Presse und von der Kanzel zurückzuführen, sondern auch auf den Missbrauch des Einflusses, den die katholische Kirche in der amerikanischen Politik genoss. Sie war nicht zuletzt eine Folge der unmittelbaren Bemühungen des Vatikans im State Department, wo er auf mehr Bereitwilligkeit stieß, als er erwartet hatte. So stellten sich also nicht nur die Regierung, fast alle europäischen Staaten, möchten sie sich katholisch, faschistisch oder demokratisch nennen, sondern auch die Regierung der mächtigen protestantischen USA gegen die Spanische Republik. Großbritannien, ein demokratisches Land, betrieb eine Politik der in Anführungszeichen Beschwichtigung des Faschismus. Stimmte der Farce der Nichteinmischung zu, dank deren Mussolini den Putschisten ungefähr 100.000 Mann senden konnte, während der Republik jegliche Waffenlieferung verweigert wurde, und übte einen ständigen Druck auf andere Länder aus, ihre Grenzen Franco nicht zu verschließen. Die Sowjetunion, die der Republik bereits Hilfe geleistet hatte, zog ihre Freiwilligen schließlich aufgrund eines Völkerbundbeschlusses zurück, an den sich jedoch gedeckt durch den Vatikan weder das faschistische Italien und Nazi-Deutschland noch Großbritannien und Frankreich hielten. Hier ist nicht der Platz, die unglaublichen Intrigen während des spanischen Bürgerkrieges zu schildern. Uns geht es um die unmittelbare und mittelbare Hilfe, die der Vatikan Franco gewährte.
Wir wissen bereits, welche Rolle der Vatikan bei der Vorbereitung des Bürgerkriegs gespielt hatte. Die spanische Hierarchie hatte nicht nur die Republikaner bekämpft und die Katholiken organisiert, sondern war darüber hinaus auch einer der Rädelsführer der Revolte gewesen und hatte die Verbindung zwischen Gil Robles, Franco und anderen sowie zu Papst Pius XI. Und dessen Staatssekretär geknüpft, die Monate vorher bereits wussten, was geplant war. Als die Revolte begann, stellten sich die spanische Hierarchie und der Vatikan offen auf die Seite Francos. Die spanischen Bischöfe hetzten die Bevölkerung zum Kampf gegen die Roten auf. Der Papst appellierte an die katholische Welt, dem katholischen Spanien zu helfen. Die vatikanische Diplomatie arbeitete Hand in Hand mit Hitler und Mussolini, um die Waffenlieferungen und Truppentransporte für die Rebellen zu sichern. Der Vatikan nahm im Interesse Francos nicht nur mit Mussolini, sondern auch mit Hitler enge Verbindung auf. Er traf mit ihm ein Abkommen, in dem er sich als Gegenleistung für die Hilfe in Spanien verpflichtete, in der ganzen katholischen Welt eine breit angelegte Kampagne gegen den Bolschewismus zu entfachen. Wir werden später sehen, weshalb Hitler sich damals so um die Zusammenarbeit mit der Kirche bemühte. Sobald klar war, dass Franco den Bürgerkrieg nicht sofort gewinnen konnte, eröffnete der Vatikan auf direkte Weisung des Papstes eine wütende, antibolschewistische Hetzkampagne. Dadurch unterstützte er Hitlers innen- und außenpolitische Pläne. Hitler brauchte zur Durchsetzung seiner Politik das Schreckengespenst des Bolschewismus. Im Dezember 1936 gab der Papst selbst das Startzeichen zu dem internationalen katholischen Propagandafeldzug gegen die Spanische Republik. Als er vor 500 spanischen faschistischen Emigranten die zivilisierte Welt aufrief, sich gegen den Bolschewismus zu erheben, der, Zitat, bereits alle Beweise seines Willens zur Zerstörung jeglicher Ordnung von Russland bis China, von Mexiko bis Südamerika erbracht, Zitat Ende, habe. Der Bolschewismus habe, so fuhr der Papst fort, Zitat, die Feuer des Hasses und der Verfolgung in Spanien entzündet, Zitat Ende. Die sich, falls nicht unverzüglich, gegen Maßnahmen getroffen würden, gegen, Zitat, alle göttlichen und menschlichen Institutionen richten werden, Zitat Ende. Die Völker und die Nationen mussten sich vereinen und die Gefahr abwehren. Der Papst beendete seine Rede, indem er, Zitat, all denen, die die schwierige und gefährliche Aufgabe übernommen haben, die Ehre Gottes und der Religion zu verteidigen und wiederherzustellen, Zitat Ende, seinen Segen erteilte. Damit begann in der ganzen katholischen Welt eine antibolschewistische, gegen die Spanische Republik gerichtete Kampagne. Sie bediente sich der gleichen Phrasen und der gleichen Worte, die die faschistische und narzisstische Propagandamaschine bis wenige Monate vor dem Zweiten Weltkrieg täglich gebrauchte. In Deutschland hatten die Bischöfe auf unmittelbare Weisung des Kardinalstaatssekretär Pacelli bereits am 30. August 1936 einen Hirtenbrief veröffentlicht, in dem sie die gleichen Gedanken aussprachen und ein furchteinflößendes Bild zeichneten, was geschehen würde, falls die, Zitat, Bolschewisten, Zitat Ende, Spanien eroberten. Unmissverständlich fügten sich hinzu, Zitat, welche Aufgabe damit unserem Volk und Vaterland zufällt, ergibt sich von selbst. Möge es unserem Führer mit Gottes Hilfe gelingen, dieses ungeheuer schwere Werk der Abwehr in unerschütterlicher Festigkeit und treuste Mitwirkung aller Volksgenossen zu vollbringen. Zitat Ende. Zitiert nach dem kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Münster, Jahrgang LXX, Nummer 21. Einige Monate später verlieh der Papst der Kampagne neuen Auftrieb, indem er in einer Rede erklärte, der spanische Bürgerkrieg sei eine, Zitat, Mahnung, ernste und drohende als alle bisherigen, Zitat Ende.
Zitat, das sind Ereignisse, die mit erschreckender Gewissheit und Deutlichkeit offenbaren und ankündigen, was für Europa und die ganze Welt bevorsteht, wenn man nicht sofort und wirksam zu Schutz und Heilmittel greift. Zitat Ende. Zitiert nach Kölner Aktenstücke Verlag J.B. Bachem, Köln, 1949, Seite 162. Die deutschen Bischöfe folgten dem päpstlichen Beispiel und veröffentlichten am 3. Januar 1937 einen Hirtenbrief, in dem sie schrieben, Zitat, geliebte Diözesanen, der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler hat den Anmarsch des Bolschewismus von weitem gesichtet und sein Sinnen und Sorgen darauf gerichtet, diese ungeheure Gefahr von unserem deutschen Volk und dem Abendland abzuwehren. Die deutschen Bischöfe halten es für ihre Pflicht, das Oberhaupt des Deutschen Reiches in diesem Abwehrkampf mit allen Mitteln zu unterstützen, die ihnen aus dem Heiligtum zur Verfügung stehen. So gewiss der bolschewistische Todfeind der staatlichen Ordnung und zugleich und sogar in erster Linie Totengräber der religiösen Kultur ist und seine ersten Angriffe immer gegen die Diener und Heiligtümer des kirchlichen Lebens richtet, wie die Vorgänge in Spanien aufs Neue beweisen. So gewiss ist die Mitarbeit an der Abwehr dieser satanischen Macht auch eine religiöse und kirchliche Zeitaufgabe geworden. Den Bischöfen liegt es ferne, die Religion in das politische Gebiet zu tragen oder gar zu einem neuen Krieg aufzurufen. Wir sind und bleiben Sendboten des Friedens und reden als solche den religiösen Menschen ins Gewissen, an der Abwehr der großen Gefahr mitzuwirken mit den Mitteln, die wir die Waffen der Kirche nennen. Auch wenn wir die Eingriffe in die Rechte der Kirche zurückweisen, werden wir die Rechte des Staates auf staatlichem Gebiet achten und am Werk des Führers auch das Gute und Große sehen. Zitat Ende, Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Münster, eben da Nummer 34. Was waren denn das für, in Anführungsstrichen, gerechte Ziele, die Hitler sich zu dieser Zeit vorgenommen hatte, etwa die Bomber und Panzer zum Kampf gegen die legale spanische Regierung zu entsenden, unschuldige republikanische Bürger zu morden, ganze Dörfer wie Guernica dem Erdboden gleichzumachen und alles zu tun, um den Sieg des Katholiken Franco zu sichern? In den anderen Ländern war die katholische Kirche nicht weniger eifrig am Werk als in Deutschland. Die katholischen Organisationen und Hierarchien unternahmen eine große Werbekampagne zur Rekrutierung, in Anführungsstrichen, katholische Legionäre. Es dauerte nicht lange, da eilten die ersten katholischen freiwilligen Brigaden Franco zu Hilfe. Nach all dem, was wir nun wissen, nimmt es uns nicht Wunder, dass die erste ausländische Flagge, die über Francos Hauptquartier in Burgos wehte, die päpstliche Flagge war und dass sich Francos Banner schon sehr bald über den Vatikan entfaltete. Um zu zeigen, in welchem Ausmaß die katholische Kirche in Spanien mit der Revolte verbündet war, genügt es, eine bezeichnende Feststellung des Kardinals Gomma anzuführen. Zitat, wir befinden uns in völliger Übereinstimmung mit der nationalen Regierung, die niemals einen Schritt unternimmt, ohne vorher meinem Rat einzuholen und diesen Rat immer befolgt. Zitat Ende. Als schließlich die Republik im Frühjahr 1939 zerschlagen war, erklärte Pius XII., man solle Gott danken, dass er, Zitat, wieder einmal die Hand der göttlichen Vorsehung so offensichtlich über Spanien gehalten hat. Zitat Ende. Rundfunkbotschaft vom 17. April 1939 und sandte folgende Botschaft an die Sieger. Zitat, mit großer Freude wenden wir uns an euch, geliebteste Söhne des katholischen Spaniens, um euch unsere väterlichen Segenswünsche für das Geschenk des Friedens und des Sieges zu erteilen. Gott
hat es gefallen, das christliche Heldentum eures Glaubens und eure Opferbereitschaft, das sich in so vielen und großmutigen Leiden bewährt hat, mit dem Sieg zu krönen. Die Gesunden, mit den Merkmalen edelsten Geistes, mit Großmut und Kühnheit ausgestatteten Kräfte des spanischen Volkes hatten sich gemeinsam erhoben, um die Ideale des Glaubens und der christlichen Zivilisation zu verteidigen, die in Spanien so tief verwurzelt sind. Als Ausdruck der unermeßlichen Dankbarkeit, die euch von der unbefleckten Jungfrau und vom Apostel Johannes, dem Schutzheiligen Spaniens, zuteil wird und die euch alle großen Heiligen Spaniens erweisen, erteilen wir euch, unseren geliebten Söhnen des katholischen Spaniens, dem Haupt des Staates und seiner erlauchten Regierung, dem strebsamen Episkopat und seiner sich selbst verleugnenden Geistlichkeit, den heroischen Kämpfern und allen Gläubigen unseren apostolischen Segen. Zitat Ende. Franco erwies seinerseits der katholischen Kirche die schuldige Reverenz, da sie, Zitat, in dem siegreichen Kreuzzug an unserer Seite stand und den Geist der nationalen Armee beflügelte. Zitat Ende. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte sich somit ein neuer, totalitärer Staat zu den faschistischen Diktaturen Europas gesellt. Auf welchen Grundlagen wurde dieses in Anführungsstrichen neue Spanien errichtet? Auf den religiösen, moralischen, sozialen, ökonomischen und nicht zuletzt politischen Prinzipien der katholischen Kirche. Da die Macht nach Auffassung der katholischen Kirche nicht vom Volk ausgeht, wurde sie in die Hände eines Einzelnen gelegt, in die Hände eines absoluten und unkontrollierbaren Herrschers, der damit der Grundpfeiler eines exakt nach dem Muster der Kirche aufgebauten Staates wurde. Wie in der katholischen Kirche, so gab es nun auch in Spanien einen Herrscher, der allein seinen Gewissen verantwortlich war. Seine Macht erstreckte sich auf alle Lebensbereiche der Nation, seine Befehle waren höchstes Gesetz, Widerspruch wurde nicht geduldet. Unter ihm regierten Miniaturdiktatoren als unbeschränkte Herrscher der verschiedenen Ministerien. Deine Partei das Recht und die Wahrheit gepachtet hatte, waren alle anderen Parteien schädlich und wurden zerschlagen. Ebenso erging es den Gewerkschaften. Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und die Freiheit der politischen Meinungsäußerung wurden aufgehoben. Alle Zeitungen, Filme, Rundfunksendungen und Bücher wurden unter Zensur gestellt und, in Anführungsstrichen, gesäubert oder unterdrückt, wenn sie sich nicht zu dem neuen Regime bekannten. Andererseits mussten jede die Bücher lesen, die Filme sehen und die Rundfunksendungen anhören, die die Größe des, in Anführungsstrichen, neuen Spaniens, Francos Ideen und sein System verherrlichten. Die katholische Kirche sorgte dafür, dass sich diese Propaganda auch über die Grenzen Spaniens hinaus auf die spanischsprachigen Länder Süd- und Mittelamerikas ausdehnte, denen empfohlen wurde, dem Vorbild des Mutterlandes zu folgen. Ein mächtiges Propagandaministerium, ähnlich dem Propagandafide der katholischen Kirche, kontrollierte das gesamte kulturelle und literarische Leben des Landes. Alle Feinde des Franco-Regimes wurden im Verwahr genommen. Massenerschießungen fanden statt. Man schätzte Spaniens Gefängnisse noch 3 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs mehr als 1,5 Millionen politische Gefangene beherbergten, von denen Tausende und Abertausende an die Wand gestellt wurden. Jede, der auch nur im Geringsten des Sozialismus, des Kommunismus oder liberalen Ideen verdächtigt war, wurde von der Geheimpolizei, einer würdigen Nachfolgerin der Inquisition, auf Schritt und Tritt überwacht. Der Katholizismus wurde zu einzig wahren und damit zu Staatsreligion erklärt. Protestantische und andere Bekenntnisse wurden unterdrückt, ihre Geistlichen wurden eingesperrt, viele von ihnen erschossen.
der Stadt wurde, nachdem in der päpstlichen Enzyklika Quadragesimo Anno vorgeschlagenen Ständesystem aufgebaut. Der Religionsunterricht war obligatorisch, die Lehrbücher unterlagen der kirchlichen Überwachung, Lehrer, die nicht Gottesdienste besuchten, wurden entlassen. Die katholische Kirche hielt ihre ungeheuren Reichtümer zurück und der Klerus kam wieder in den Genuss seiner früheren Privilegien und Pfründen. In den folgenden Monaten unternahmen zahllose, in Anführungsstrichen, Verteidiger der katholischen Kirche aus Dankbarkeit für die Hilfe, die der Papst ihnen geleistet hatte, Pilgerfahrten nach Rom. Im Juni 1939 empfing der Papst 3000 Franco-Soldaten, die nach Italien gekommen waren, um mit dem italienischen Faschisten den Sieg zu feiern. Pius XII. Erklärte vor ihnen, dass sie, Zitat, für den Triumph der christlichen Ideale, Zitat Ende. Kommentar, bitte ersetzen Sie unbedingt das Wort christlich mit katholisch. Kommentar Ende. Gekämpft und ihm als, Zitat, als Verteidiger des Glaubens unermessliche Tröstungen gespendet, Zitat Ende, hätten. Und schloss sie in seinen apostolischen Segen ein. In den nächsten Jahren besuchten häufig prominente spanische Faschisten in politische oder diplomatische Mission den Papst oder den Vatikan. Der prominenteste unter ihnen war Serrano Sunner, Francos Schwager, ein Freund Mussolinis und Hitlers. Am 20. Juni 1942 wurde er von Papst mit dem Großkreuz des Ordens Pius IX und ebenso wie Spanien und General Franco, in Anführungszeichen, Benemerito della causa de Dios e della Iglesia. Bulletin of Spanish Studies, Januar 1934, mit dem päpstlichen Segen ausgezeichnet. Aber wie in anderen Ländern, so kam es auch in Spanien bald zu einigen Differenzen zwischen Staat und Kirche. Es ging um die gleichen Fragen wie in Nazi-Deutschland, im faschistischen Italien und in anderen europäischen Ländern. Staat und Kirche pochten auf ihre Rechte in Fragen des neuen Staatsaufbaus. Und beide hoben Anspruch auf das alleinige Recht der Jugenderziehung, auf die Besetzung bestimmter Schlüsselstellungen und so weiter. Franco ging einmal sogar so weit, die päpstliche Enzyklika mit brennender Sorge in Spanien zu verbieten. Da die Kirche in ihr die Spielart des Totalitarismus rügte, die den Staat über die katholische Kirche stelle. Aber diese Differenzen waren nicht von großem Gewicht und hielten daher keinen der beiden Partner ab, von Jahr zu Jahr enger zusammenzuarbeiten. Auf außenpolitischem Gebiet folgte Franco-Spanien den Spuren des faschistischen Italiens und Nazi-Deutschlands und verband sich mit ihnen vor allem dann, wenn sich ihre Politik gegen die Sowjetunion oder gegen die Westmächte richtete. Als im September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, gewährte Spanien selbst zu schwach, in den Krieg einzugreifen, den faschistischen Mächten jede nur erdenkliche Hilfe auf militärischem, wirtschaftlichem und diplomatischem Gebiet. Franco hielt Reden, in denen er der Welt verkündete, dass nur Hitlers Sieg Europa retten könne, und rief zur gleichen Zeit pathetisch aus, Zitat, Spanien wird sich nie mit einem Lande verbünden, das sich nicht von den Prinzipien des Katholizismus leiten lässt. Zitat Ende 1944. Im Juli 1940, als der Sieg Hitlers sicher schien, glorifizierte Franco in seiner Ansprache zum Jahrestag seines Putsches, Zitat, die deutschen Waffen, die jene Schlachten schlagen, auf die Europa und die Christenheit so lange gewartet haben. Zitat Ende. In derselben Rede griff er Großbritannien wegen seiner,
Zitat, unmenschlichen Blockade des Kontinents, Zitat Ende, und erklärte, Zitat, die Freiheit der Seefahrt, Zitat Ende, sei eine, Zitat, einzige große Farce, Zitat Ende. Er riet den USA, sich von Europa fernzuhalten, wandte sich gegen die angloamerikanische Wirtschaftshilfe und konstatierte oberpriesterlich, die Alliierten hätten den Krieg bereits ein für allemal verloren. Sir Samuel Harare, britische Sonderbotschafter in Madrid während des Zweiten Weltkriegs, in My Mission to Spain. Am 8. August 1940 berichtete der deutsche Botschafter in Spanien, Storer, in Anführungsstrichen streng vertraulich, nach Berlin, er könne mit Sicherheit Spaniens baldigen Kriegseintritt melden. Diesen Worten folgten Taten. Im September 1940 besprach Hitler mit dem spanischen Innenminister Suné Pläne zur Eroberung Gibraltars. Suné versicherte Hitler, dass Spanien bereit sei, in den Krieg einzugreifen, sobald der Nachschub an Lebensmitteln und Rohstoffen für Spanien gesichert sei. Anschließend übergab der spanische Minister Hitler eine persönliche Botschaft Francos, in der Caudillo seine, Zitat, Dankbarkeit, Sympathie und hohe Wertschätzung, Zitat Ende, für Hitler zum Ausdruck brachte und ihm seine, Zitat, Loyalität von gestern, heute und für alle Zeiten, Zitat Ende, versicherte. Nach 15 Dokumente über die Kollaboration zwischen den Achsenmächten und Spanien, herausgegeben von US State Department am 4. März 1946. In einem Brief an Hitler vom 22. September 1940 beteuerte Franco abermals seine, Zitat, unabänderliche und treue Verbundenheit mit Hitler persönlich, Zitat Ende. Zitat, ich möchte Ihnen noch einmal meinen Dank für das Angebot der Solidarität aussprechen. Ich versichere Sie meine unabänderlichen und treuen Verbundenheit mit Ihnen persönlich, mit dem deutschen Volk und mit der Sache, für die Sie kämpfen. Ich hoffe, zur Verteidigung dieser Sache bald in einer Lage zu sein, die es ermöglicht, die kameradschaftlichen Bande zwischen unseren Armeen zu erneuern. Zitat Ende. Gegen Ende des Jahres, als Nazi-Deutschland mit Hilfe des uneingeschränkten U-Boot-Krieges England Aussuchungen begann und in den folgenden Jahren fast bis ans Ende des Krieges, gewährte Franco den deutschen Unterseebooten in spanischen Häfen die Möglichkeit, Reparaturen auszuführen und Brennstoff aufzunehmen. Das waren Hilfsleistungen, die mit, in Anführungsstrichen, Neutralität nicht zu vereinbaren waren. Es gibt zahllose weitere Dokumente, die beweisen, dass Franco nicht aufhörte, seine Sympathie für Hitler und die nazistische, in Anführungsstrichen, Neuordnung zu beteuern. Hier seien nur einige Stellen aus einem Brief angeführt, den er am 26. Februar 1941 an Hitler richtete. Zitat, ich bin gleich Ihnen der Ansicht, dass die Vorsehung der Geschichte Sie mit mir und mit dem Duce unlöslich verbunden hat. Es war nicht nötig, mich davon erst zu überzeugen. Wie ich Ihnen mehr als einmal mitgeteilt habe, bietet unser Bürgerkrieg von seiner Planung bis zu seinem Ende mehr als einen Beweis dafür. Zitat Ende. Dokumente des US State Department. Obwohl Franco bereit war, Hitler zu helfen und an dem neuen faschistischen Europa teilzuhaben, trat Spanien, wenn es auch manchmal nahe dran war, nicht in den Krieg ein. Die Gründe dafür legte Franco in denselben Brief dar. Zitat, wir stehen heute auf der gleichen Seite, auf der wir immer gestanden haben, in unveränderlicher Treue und mit der festen Überzeugung. Sie dürfen keine Zweifel aufkommen lassen über meine absolute Loyalität zu unseren gemeinsamen politischen Konzeption und zu der Vereinigung unseres nationalen Schicksals mit dem Deutschland und Italiens. Mit der gleichen Loyalität habe ich Ihnen seit Beginn der Verhandlungen unsere wirtschaftliche Situation geschildert.
Das ist der einzige Grund, warum es uns bisher nicht möglich war, das Datum des Kriegseintritts zu bestimmen. Zitat Ende, Dokumente des US State Department. Franco versicherte dann abschließend, Zitat, ich werde immer ein loyaler Anhänger Ihrer Sache sein. Zitat Ende. In einer Versammlung von Armeeoffizieren sagte Franco und den anderen, Zitat, 20 Jahre hindurch war Deutschland der Verteidiger der europäischen Zivilisation. Wenn die Straßen nach Berlin offen wären, würde nicht nur eine Division Spanier am Kampf teilnehmen, sondern 1 Million würden zu Hilfe eilen. Zitat Ende. Um zu unterstreichen, dass das keine leeren Worte waren, eröffnete Franco einen Werbefeldzug für die Division, die an der Seite des Nazis am Kampf gegen die Sowjetunion teilnehmen sollte. Da sich aber nur wenige Freiwillige meldeten, wurden, Zitat, ganze Einheiten dienende Truppenteile zu der Division der Blauen Division überstellt, ohne dass die dazu ausersehenen Männer die Möglichkeit hatten, sich zu entscheiden. Zitat Ende. Sir Samuel Horare. Ein Verband in Stärke von etwa 17.000 Mann mit einer Luftwaffenabteilung zu 2 oder 3 Staffeln wurde aufgestellt. Die Bischöfe und Priester segneten die Legionäre, versuchten in ihnen Begeisterung für ihre, in Anführungszeichen, heilige Aufgabe zu wecken und übergaben den, Zitat, heldenhaften katholischen Kreuzfahrern gegen die Roten, Zitat Ende, geweihte Medaillons. Hitler und Franco vereinbarten ferner auf spanischen Werften deutsche U-Boote zu bauen und Ausbildungsstützpunkte für U-Boot-Besatzungen in Spanien einzurichten. Angaben von Mr. Sidney Alderman, USA-State-Anwalt am Nürnberger Internationalen Gerichtshof am 27. November 1945. Gleichzeitig verfolgte Franco aufmerksam, was im fernen Osten geschah und übermittelte den Japanern bei militärischen Erfolgen regelmäßig seine Glückwünsche. Francos Zusammenarbeit mit den Nazis dauerte bis zum Zusammenbruch Nazi-Deutschlands und darüber hinaus. Sie ging so weit, dass das katholische Spanien Francos, als Hitlers Selbstmord bekannt wurde, offiziell und inoffiziell, wenn auch längst nicht so provokatorisch wie das katholische Irland de Valeras, sein Beileid zum Tod des Führers und zum Zusammenbruch des Naziregimes ausdrückte. Während nach dem Krieg die Demokratien in Worten und mit den Mitteln der Diplomatie die letzte große faschistische Diktatur in Europa verurteilten, fuhr die spanische Hierarchie unter der Führung ihres Primas fort, Franco zu segnen und zu unterstützen. Zitat, die Kirche unterstützt in der Tat den Rat des Staates, gehorsam gegenüber der Obrigkeit zu üben, möge die Stunde des Weltfriedens zugleich die Stunde des inneren Friedens für Spanien sein. Zitat Ende, erklärte der Erzbischof von Toledo und Primas von Spanien Dr. Plaeu Daniel im Herbst 1945 als Antwort auf den diplomatischen Boykott des Franco-Regimes durch Großbritannien, die USA und die Sowjetunion und angesichts des wachsenden illegalen Kampfes des spanischen Volkes. Die katholische Hierarchie ging noch weiter. Sie erklärte durch den Mund des Erzbischofs Gonzales über den Vatikansender, Zitat, wir richten unsere Augen auf Mutter Iberia und danken Gott, dass er uns seine Gnade hat zuteil werden lassen. Dank der göttlichen Vorsehung hat Spanien seine jugendlichen Kräfte wiedererlangt. Es ist segensreich zu sehen, wie echt und gesund sich Spaniens Wiederaufstieg auf sozialen, wirtschaftlichen und geistigem Gebiet vollzieht und vor allem im Bereich des Glaubens, dem Fels der katholischen Kirche, seinem Fundament. Die spanische Nation ist ein Verteidiger der Wahrheit geworden und verdient Gottes Unterstützung. Zitat Ende. Auch Franco betonte immer wieder, das neue Spanien verdiene Gottes Unterstützung. Auf eine Zusammenkunft von Priestern und Mitgliedern der
phalangistischen Frauenorganisation am 12. September 1944 sagte, Zitat, »Ich denke, die Schlacht wurde zu unseren Gunsten entschieden, weil die anderen gegen Gott sind, aber wir sind seine Soldaten.« Zitat Ende. Wie verträgt sich aber diese Behauptung mit der Tatsache, dass die Anzahl der in Anführungsstrichen Soldaten Gottes ständig vermehrt werden muss, um das rebellische, dem faschistischen Regime zu 90% feindlich gesinnte Volk niederzuhalten? Manchem skeptischen Leser geben vielleicht folgende Zahlen einiges zu denken. Am Ende des Zweiten Weltkrieges verfügte Franco-Spanien als einziges noch bestehendes faschistisches Land Europas über die stärkste faschistische Armee in der Welt und die stärkste Polizeimacht. Beide mussten ständig vergrößert werden, um die Spanier in der Zwangsjacke des Katholizismus und des Faschismus zu halten. 1940 erhielt die Falange, die faschistische Partei Spaniens, staatliche Zuschüsse in Höhe von 10 Millionen Peseten. 1941 waren es 14 Millionen, 1942 142 Millionen, 1943 154 Millionen, 1944 164 Millionen. Und am Ende des Zweiten Weltkrieges mehr als 192 Millionen. Die Staatspolizei erhielt 1940 950 Millionen Peseten, 1941 1.001 Millionen, 1942 1.325 Millionen, 1943 1.089 Millionen, 1944 1.341 Millionen und 1945 1.475 Millionen Peseten. Das Gesamtbudget der Republik Spanien betrug 1936 weniger als die Summen, die Franco in einem Jahr allein für Armee, Marine und Luftwaffe auswarf. Für die Polizei gab er in demselben Zeitraum ebenso viel Geld aus, wie eine Armee von 1 Million Mann benötigt. Nach Kriegsende reichten selbst diese Kräfte zur, in Anführungszeichen, Aufrechterhaltung des inneren Friedens nicht mehr aus. Franco rief daher mit wärmster Unterstützung der Kirche von neuem die sogenannte Somates, eine Art Miliz, ins Leben. Die Unterstützung Gottes genügte nicht mehr, das faschistische Musterland Spanien musste sich auf handfeste Grundlagen stützen, um sich weiter als, in Anführungsstrichen, Verteidiger der Wahrheit aufspielen zu können. Aber was machte das schon? Hauptsache, die von der Kirche gesteckten Ziele wurden erreicht, und die katholische Kirche erreichte gleich zwei Ziele auf einmal, die Vernichtung ihrer geschworenen Feinde und den gewaltsamen Aufbau eines Staatswesens auf katholischer autoritärer Grundlage. Sie erlangte unumschränkte Gewalt über das spanische Volk.